In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist mein erstes Schwangerschaftsupdate in dieser Schwangerschaft und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich werde euch heute von der 5. bis zur 7. Schwangerschaftswoche erzählen. Aktuell bin ich in der Woche 6 plus 5 oder 6 plus 6. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren wir heute beim Frauenarzt. Und ja, ich habe einiges zu erzählen. Ich will mal anfangen von der 5. Woche. Ich führe bei dieser Schwangerschaft, habe ich bei Linas Schwangerschaft auch geführt, zu einem Buch. In Linas Schwangerschaft habe ich leider nicht so oft reingeschrieben. Dieses Buch bekommt ihr kostenlos auf der Seite sterifarm.de oder so. Da kriegt man mehrere Sachen kostenlos nach Hause geschickt. Also ihr müsst auch kein Porto oder so zahlen. Da kriegt man so ein Pröbchen von Folio Forte. Dann ein Babystillbuch habe ich auch damals bekommen. Dann Fitnessübungen für Pilates. Genau. Also ich zähle euch das mal kurz. Das könnt ihr alles umsonst bekommen auf der Seite. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Seite heißt. Oder die hieß folio-familie.de. Ich werde euch das auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr mal reinschauen. Und man kriegt da auch so ein Storchgeschenk zum Aufhängen. Ja. Auf jeden Fall kriegt man diese Sachen kostenlos zugeschickt. Man muss das dann halt ankreuzen, was man alles haben will. Man kann auch jetzt nur mein Babybauchbuch ankreuzen. Ich habe dieses Buch schon seitdem ich mit Lina schwanger war. Ich habe das aufbewahrt für meine zweite Schwangerschaft. Ich habe mich damals zweimal angemeldet und ja. Ganz vorne könnt ihr eure persönlichen Angaben reinschreiben. Ich decke das mal hier kurz zu. Und zwar, wann wird euer Kind auf die Welt kommen? Die wievielte Schwangerschaft ist das? Wie alt seid ihr? Dann könnt ihr hier wichtige Telefonnummern reinschreiben. Danach hier mein Baby. Dann stehen hier alle wichtigen Termine. Vom ersten bis zum letzten Ultraschall. Also ihr könnt euch das alles komplett durchlesen. Wie viel ungefähr euer Kind wiegen sollte. Zum Beispiel jetzt in der 8. Schwangerschaftswoche, also nächste Woche, sollte unsere kleine Maus 16 mm groß sein und 1 Gramm wiegen. Klar, das sind Schätzungen, ne? Und dann, ich finde das Buch total gut. Also das ist voll zu empfehlen. Und dann könnt ihr direkt bei 3 plus 0 anfangen reinzuschreiben. Dann könnt ihr hier so euer Datum reinschreiben, hier kommen die Termine und hier ist dann immer so ein Text. Ich lese euch mal, also ich habe bis jetzt einiges ausgefüllt. Ich habe das hier erfahren, da war ich 4 plus 1 und seitdem schreibe ich auch rein. So, was jetzt bei der 6. Woche steht, kann ich euch mal vorlesen. In der 7. Woche steht, klar, dein Partner, die Familie und deine beste Freundin wissen es schon. Doch sticheln die Kollegen vielleicht ein bisschen, weil du manchmal etwas blass um die Nase bist oder nur selig vor dich hin lächelst. Was soll's, bleib cool und lächel weiter. Du kannst die Neuigkeit noch frühzeitig genug bekannt geben. Ja, also, und da habe ich auch natürlich reingeschrieben. Nur heute habe ich noch nicht reingeschrieben, das mache ich aber gleich. Ja, ich kann mal, ich muss ab und zu mal reinschauen, damit ich mich wieder erinnere. Und zwar fangen wir mal bei 4 plus 1 an. Also als ich, ihr wisst ja, die Schwangerschaft war geplant. Also ich habe ja in einem Vlog gesagt, dass wir einen zweiten Kinderwunsch haben und das am besten so schnell wie möglich, weil ich wollte, dass, also ich will, dass die beiden zusammen aufwachsen und Lina kommt Ende des Jahres in den Kindergarten, da passt das einfach perfekt. Ja, mein erster Schwangerschaftstest war dann positiv. Wir haben es ehrlich gesagt nur einmal versucht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe ja schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht, vor diesem hier. Und das war ja nicht geplant. Also da haben wir einfach drauf losgelegt. Aber bei dem hier haben wir genau geguckt, wann ist der Eisprung. Und ich habe da die App gehabt. Welche App war das? Ich habe jetzt mein Handy nicht dabei. Urbia heißt die, genau. Die Urbia-App habe ich runtergeladen. Da habe ich angegeben, wann meine Periode angefangen hat und wann sie zu Ende war. Dann standen halt die befruchtbaren Tage. Und an den Tagen haben wir es dann versucht. Ich bin dann auch, ehrlich gesagt,
so 5 bis 10 Minuten liegen geblieben. Ich finde das nicht schön, darüber zu reden. Das ist ja total intim. Aber es soll auch ein paar Stellungen geben dafür. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also ich sage ja immer, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es noch nicht geklappt hat, dann wollte es der Gott noch nicht so. Aber klar kann ich Menschen verstehen, die es seit Jahren versuchen, bei denen es einfach nicht klappt. Ich glaube weder an irgendwelche Tees, weder an irgendwelche Pillen, noch an irgendwas, Leute. Mir hat eine Zuschauerin geschrieben, es gibt bestimmte Gleitgele, die man benutzen kann. Das habe ich letztens auch gesehen bei DM war das, glaube ich. Das ist für die, um die Spermien anzuregen oder damit die schneller flitzen oder so. Ich weiß auch nicht genau. Da könnt ihr euch auch mal erkundigen, das damit vielleicht einmal versuchen oder zweimal oder dreimal. Ihr müsst ganz locker bleiben. Also wenn ihr euch unter Druck setzt, dann macht es erstens keinen Spaß und dann hat man auch nichts davon. Ich sag mal so, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann klappt das schon. Glaubt mir, ich drücke jedem ganz fest die Daumen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht schön ist, wenn du jetzt jahrelang versuchst und du bist immer noch nicht schwanger irgendwann und danach die Leute von außen, ja, warum habt ihr immer noch nicht ein Kind? Und du willst auch nicht jedem erzählen, was zu Hause abgeht, ne? Das interessiert ja nicht jeden. Aber was ich euch empfehlen kann, geht zum Frauenarzt, lasst euch untersuchen. Nur eure Ärztin kann euch helfen. Weder irgendein Tee wird dir helfen, noch irgendeine Pille. Geh zum Arzt und lass dich durchchecken. Und wenn bei dir alles okay ist, dann lass deinen Mann durchchecken. Dein Mann braucht sich weder zu schämen noch irgendwas und wir genauso. Vielleicht liegt das ja nicht in unserer Hand. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das zu dem Thema. Also, ich halte nichts von den Tees und von den Pillen und keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall. In meinen Schwangerschaften, also in meinen Schwangerschaften, in meiner letzten Schwangerschaft war das so, dass ich immer Schnupfen hatte, die ganze Schwangerschaft durch. Im Sommer, im Winter, im Frühling, im Herbst. Ich habe das momentan auch. Also ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, muss ich meine Nase putzen und meine Nase ist voll. Aber das ist auch normal in den Schwangerschaften. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Dann habe ich seit heute Rückenschmerzen. Also ja, Rückenschmerzen. Was noch? Übel ist mir auch, aber ich musste bis jetzt noch nicht kotzen oder so, zum Glück. Die Ärztin hat nämlich heute auch nachgefragt, ob ich mich schon übergeben habe, aber habe ich noch nicht. Was noch? Mein Bauch ist schon ein bisschen da, muss ich ehrlich sagen, aber das ist auch so, weil ich schon eine komplette Schwangerschaft hinter mir hatte. Das hat auch die Ärztin heute gesagt, die Gebärmutter dehnt sich halt viel schneller aus wie bei der ersten Schwangerschaft, weil dein Körper kennt das ja schon. Was noch? Sodbrennen hatte ich in den ersten paar Tagen, also in der 5. Woche, jetzt zum Glück nicht mehr. Und in Ninas Schwangerschaft war dieses Sodbrennen so schlimm. Was ich euch empfehlen kann, sobald ihr Sodbrennen habt, trinkt Milch. Milch ist so ein Wundermittel. Milch, Joghurt, also da könnt ihr nichts falsch machen, auf keinen Fall. Was mich die Tage richtig aufgeregt hat, ich habe letzte Woche Montag Blut abgegeben beim Arzt. Das wurde dann Dienstag verschickt. Wegen den Ostertagen konnte ich halt nicht erfahren, wie hoch mein HCG-Wert ist. Und danach habe ich da gestern angerufen, nach 1,5 Wochen. Und dann meinte sie zu mir, ja, hier ist kein HCG-Wert, was mich total aufgeregt hat. Weil die Ärztin meinte, wir schauen halt nach ihrem HCG-Wert, dann können sie nächste Woche Donnerstag nochmal reinkommen. Und gestern war ja Donnerstag. Ja, und dann bin ich heute nochmal dahin. Und dann meinte sie, wir waren ja sicher, dass sie schwanger sind. Dann habe ich mich natürlich aufgeregt, ne? Weil erst sagt sie sowas und dann sagt sie sowas. Das regt einen total auf, das macht dir so ein mulmiges Gefühl. Ich habe dann gestern noch einen Schwangerschaftstest gemacht. Nee, nicht gestern, vorgestern. Und der war dann, mein erster Schwangerschaftstest war von Clear Blue. Der war 2 bis 3 Wochen und jetzt den ich vorgestern gemacht habe, der war bei 3+. Dann war mir klar, okay, dein HCG-Wert ist gestiegen. Mach dir jetzt nicht so viel Kopf. Aber ist halt leicht gesagt. Ja, wovon mir schlecht wird, Tomatenmark kann ich gar nicht riechen. Auch so starke Gewürze momentan nicht. Also mir kommt das hoch, auch wenn ich momentan auf Klo gehe. Zum Beispiel, um Wäsche reinzuschmeißen oder neue Handtücher dran machen oder so. Dann wird mir total schlecht. Ich weiß nicht, warum.
also mir wird schlecht, aber ich muss mich nicht übergeben, voll komisch. Ja, ich zeige euch mal die Ultraschallbilder. Das war unser erstes Ultraschallbild, das war, da waren wir 4 plus keine Ahnung was, da konnte man natürlich noch nicht sehen, nur die Fruchthöhle. Da seht ihr das, dieses kleine Ding hier. Und die Fruchthöhle war 0,72 mm groß. Und heute haben wir ein neues Bild bekommen, 2 Stück. Das kann ich euch auch mal zeigen. Da erkennt man auch nicht alles gut, aber auf jeden Fall besser als wie vor anderthalb Wochen. Einmal das, da seht ihr den Herzschlag von unserer kleinen Maus. Und ja, die kleine Maus ist jetzt 0,77 cm lang, also fast 1 cm. Und alles ist so, wie es sein sollte, hat die Ärztin heute gesagt. Das Herz schlägt. Ich war total beruhigt, nachdem sie das gesagt hat. Ich habe totalen Eisenmangel. Also ich bin bei 11,5 und das ist sehr, sehr schlimm. Das hatte ich auch bei Lina. Deswegen wurde mir jetzt das hier verschrieben. Das sind Hartkapseln, 100 Stück. Ferrosanol Duodenal gegen Eisenmangel mit oder ohne Anämie. Damals hatte ich so pinke Eisentabletten, aber dieses Mal, die sind richtig fett. Also die sind schon groß und ich hasse solche Tabletten. Aber egal, die haben um die 30 Euro gekostet, also knapp 30. Und was ich seitdem ich beim Frauenarzt war auch nehme, ist Ephembion 1. In der Frühschwangerschaft bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche muss ich das nehmen. Das habe ich jetzt für 60 Tage gekauft und das kostet auch 41 Euro. Was ich euch empfehlen kann, bewahrt all eure Kassenzettel auf von der Apotheke und gebt das bei eurem neuen, wenn ihr eine neue Steuererklärung macht, gebt das ab. Ihr könnt das von den Steuern absetzen lassen, soweit ich weiß. Und soweit ich weiß, übernimmt auch einen Teil der, also ja, einen Teil übernimmt die Krankenkasse, zumindest bei mir. Also die IKK hat einiges gezahlt. Ja, was ich noch sagen muss, ich habe die Blutgruppe 0 Rh negativ. Das heißt, ich muss in der 20. oder 22. Woche eine Spritze bekommen. Also ich glaube zweimal insgesamt war das bei Dina. Damit sich keine Antikörper bilden gegen das Kind. Ja, und das kriegt man dann über die Hüfte oder am Popo. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Das war es auch. Also mehr hat sie mir jetzt nicht erzählt. Ich wiege momentan 63 Kilo. Das war bei meiner ersten Schwangerschaft auch. Und sonst ist alles gut. Hier steht nur noch drin, wie groß ich bin, wie alt ich bin. Mehr steht nicht drin. Ja. Und ich habe halt Bakterien im Urin. Das hatte ich aber bei Lina auch. Das habe ich immer gehabt. Wir haben damals auch Antibiotikum bekommen. Zäpfchen, ich und Audet, das hat aber nichts gebracht. Aber sie meinte, sie haben keine Blasenentzündung, das ist schon mal gut. Und dagegen kann man halt nichts machen. Also wir haben wirklich alles versucht, aber klappt nichts. Ich bin jetzt froh, dass ich meinen Mutterpass habe und freue mich auf die Zeit mit unserem Baby. Ja, das hat heute wirklich sehr gut getan. Also nachdem du das Herz schlagen siehst, bist du beruhigt und das ist einfach super. Das Gefühl ist einfach super und ich bin froh, wirklich. Ja, jetzt können wir in Ruhe durchatmen. Ich habe auch geweint beim Arzt, als ich den Herzschlag gesehen habe, weil ich mich einfach so sehr gefreut habe. So, bevor ich jetzt emotional werde, beende ich auch das Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ihr könnt euch unten austauschen. Ihr könnt ja mal erzählen, wie eure Schwangerschaft war. Also in der 5. bis zur 7. Schwangerschaftswoche. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ihr könnt das kostenlos machen. Und würde mich unheimlich freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg begleitet. Mir bedeutet das sehr viel, wenn ich auch Tipps von anderen Mamas bekomme. Wie zum Beispiel gegen Sodbrennen, gegen Übelkeit. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
und habt einen schönen Tag, habt eine schöne Schwangerschaft, wenn ihr schön seid, wenn ihr schwanger seid. Und wenn ihr momentan schwanger werden wollt, ich drücke euch die Daumen, ich bete für euch, Leute. Es klappt, glaubt mir, es klappt. Bis dann. Tschüss.